Jo, hey Leute, mein Name ist Tim und ich begrüße euch zu einem neuen Pokémon Schwert und Schild VGC Video. Nachdem wir uns im letzten Video mit Kyogre beschäftigt haben, werden wir uns heute mit einem weiteren extrem starken und metadominierenden legendären Pokémon beschäftigen, und zwar mit Yveltal. Dafür verwenden wir heute ein Team vom YouTuber O-Zero Studios, das mir ziemlich gut gefallen hat und einige starke Synergien bietet, und ich hoffe, dass wir diese heute entsprechend gut zur Geltung bringen können. Also, los geht's mit dem ersten Match. So, unser erster Gegner, der gute Juan, bringt hier ein Team aus Zacian und Lapras mit an den Start. Das ist eine ziemlich starke und zurzeit extrem beliebte Kombination, da die beiden Pokémon einfach extrem gut synergieren. Unterstützt wird das Ganze auch noch von Elfun und Fuego. Das wird definitiv kein leichtes Match. Ich denke, das erkennt man schon mal. Ich würde bald behaupten, dass wir brauchen auf jeden Fall einen Bedroher-Nutzer, damit wir das Zacian in den Griff bekommen. Ich vermute, dass Zacian und Lapras sogar im Lead stehen könnten. Wir könnten überlegen, ich denke, Raichu ist nicht von allergrößter Wichtigkeit. Eventuell spielt er auch einen Schwächenschutz auf dem Lapras. Und das Lapras wird halt ein großes Problem für dieses Team hier, habe ich so das Gefühl. Ich fürchte aber, ich muss Metagross mit an den Start bringen. Ich bin bald sogar eher für das Demeteros. Wir nehmen Yveltal noch mit. Und an letzter Stelle vielleicht das Raichu. Und ja, das wird auf jeden Fall kein leichtes Match. Das Gegnerteam ist super gut. Es ist eine Kombination, die sich im Meta extrem gut bisher bewiesen hat. Lapras und Zacian zusammen. Ich bin gespannt, was wir dagegen machen können. Wie immer, Leute, ich baue meine Teams zurzeit immer im Livestream und spiele auch momentan sehr viel Ranked im Livestream. Ich bin jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag live. Schaut also gerne auf Twitch vorbei. Link ist in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. So, der Gegner fängt aber an mit Zapdos und mit Elfun. Also gar nicht mit dem, was ich erwartet habe. Das ist aber grundsätzlich gar nicht mal so schlecht. Wir spielen ja ein Offensivfest, Demeteros. Das heißt, wir sind doch gegen das Zapdos eigentlich relativ gut aufgestellt. Es ist halt die Frage, was möchte diese Kombination? Metagross ist ja auch zurzeit eines der besten Pokémon, die man eigentlich so mitnehmen kann, weil Stahltypen sind zum einen generell mega gut und Metagross ist einfach ein hervorragender Schwächenschutz-User, der kein legendäres Pokémon ist. Das ist halt... kommt auch nicht so oft vor. ja, ich denke, möchte ich, dass der Gegner hier irgendwas mit seinem Elfun macht. Ich habe vor dem Zapdos halt gerade noch nicht so wirklich die Angst, muss ich gestehen. Ich glaube, ich würde in der Runde gerne versuchen, das Elfun rauszunehmen. Also wir gehen einmal auf Eisenschädel und wir gehen einmal auf die Kehrtwende. Ich würde nämlich gerne versuchen, darauf in der Runde meinen Raichu reinzuholen. Raichu trägt nämlich den Fokusgurt und hat die Attacke Wirbler, was dafür sorgt, dass wir unseren Schwächenschutz mit Metagross aktivieren können, da die Attacke auf alle Pokémon geht. Ja, die Hitzewelle kommt, aber ich denke, die werden wir einigermaßen gut überleben. Metagross hat ein bisschen zu viel Schaden bekommen. Gut, dann hat sich zumindest die Frage nach dem Schwächenschutz an der Stelle geklärt. Ist in Ordnung. Ich finde es auch gut, dass er das Zapdos hier nicht Dynamax tatsächlich. Wichtig ist halt, dass wir hier jetzt das Elfun rausnehmen können, weil Elfun ist halt ein mega nerviger Supporter. Natürlich extrem gut, aber den wollen wir schnellstmöglichst rausbekommen. Wir könnten jetzt hier an der Stelle in die Yveltal gehen und versuchen dann den Angriff von Zapdos zu baiten. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die gar nicht mal so mega viel Sinn macht. Ich fürchte halt bald, dass wir unser Metagross verlieren werden in der Runde. Wir gehen erstmal in die Yveltal. Vielleicht kommen wir auch gut dazu, Yveltal zu Dynamaxen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber ja, wir werden es ausprobieren. Warum ist Yveltal eigentlich so gut, liebe Leute, werdet ihr euch vielleicht fragen. Yveltal hat zum einen einen ziemlich guten Bulk und Unlicht-Pokémon sind einfach zurzeit mega stark. Außerdem, Yveltal hat eine super gute Fähigkeit mit Dunkelaura. Das ist quasi ein gratis Leben-Orb auf Unlichtattacken, da diese Unlichtattacke um 30%, 33% erhöht. Und es hat dazu auf Dynadüse. Und Dynadüse ist halt mit Abstand einer der besten Dynamax-Moves, die es gibt, weil man einfach damit nochmal eine Option von Speed Controller. Man wird also nochmal automatisch schneller und das ist einfach extrem gut. So, der Gegner geht jetzt hier in Lapras. Lapras ist tatsächlich ein Problem. Vermutlich auch der beste Play, den er an der Stelle machen kann. Ich vermute dann aber, dass er das Zapdos hier nicht Dynamaxt, sondern das Lapras. Jetzt ist die Frage, ich komme wahrscheinlich nicht groß dazu, mit Metagross hier viel zu machen, da er den Rückenwind schon rausbekommen hat. Ich hätte vielleicht mit Fuego oder mit Raichu leaden sollen, um das Elfun so ein bisschen mehr zu pressuren. Ich denke, an der Stelle würde ich mit Metagross aber einfach mal versuchen zu Schutzschilden. Ich könnte auf die Standpauke mit Yveltal gehen. Oder wir Double Protecten erstmal die Runde. Das ist immer so, wenn die Züge einfach viel zu kurz sind. Ja, er wird sein Lapras Dynamaxen vermutlich, weil er dann die
Screens aufsetzen kann. Also Giga Dynamax Lapras mit dem Aurora-Schleier, den es dann aufsetzt, mit der, ich glaube, G-Max Resonance heißt es im Englischen. Im Deutschen Giga-Melodie, schätze ich. Das setzt halt automatisch Licht, Schild und Reflektor raus. Das ist halt unfassbar gut. Aber das Lapras entscheidet sich hier auch für den Dynar, weil das ist natürlich eigentlich eine ziemlich gute Sache, weil er einfach hier für fast jedes Pokémon einmal auf den Schutzschild geht. Aber das ist okay, weil dann greift das Lapras nicht an. Das bedeutet, wir bekommen auf gar keinen Fall Schaden durch das Zapdos. Und ich würde sagen, das ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Er entscheidet sich auch hier nochmal für die Hitzewelle. Das ist okay. Ich habe halt, also ja, ich kann mit Metagross da leider nicht so viel machen, weil ich habe leider Gottes keine Resistenzen an der Stelle. Ja. Ich könnte natürlich nochmal in das Demeteros rausgehen, aber das macht nicht wirklich Sinn. Ich muss halt Damage auf das Lapras bekommen, fürchte ich. Problem ist halt, ich werde hier, wie gesagt, Ich werde mit Metagross da ja nicht so viel machen können. Sind wir ehrlich. Ich werde nicht so viel machen können. Ich muss versuchen, Damage auf das Lapras zu bekommen. Dynar Dunkel macht halt... Ja, 110 ist okay. Dynar Dunkel hat den Vorteil, dass wir die Spezialverteidigung des Gegners senken. Macht die Standpauke hier mehr Sinn? Ich glaube halt nicht, weil er... Ich denke, dass der Gegner hier relativ sicher jetzt auf die Giga-Melodie in den Yveltal-Slot geht. Und das ist halt ein Problem. Deswegen, wir werden jetzt probieren, Yveltal zu Dynamaxen. Wir tragen hier das Schattenglas drauf. Das heißt, Unlichtattacken werden nochmal um 20% geboostet. Plus die 33% von Dunkelaura. Sollte ganz okay sein. Insofern wäre es relativ okay, wenn er sich hier entscheidet, auf die Giga-Melodie zu gehen. Wir sollten mit Yveltal noch okayen Schaden zumindest machen. Auch, wie gesagt, auch dadurch, dass wir den Spezialverteidigungsdrop bekommen. Schade, dass die Hitzewelle nicht gegen Metagross gemisst hat. Das wäre richtig gut gewesen, aber gut. Ne? Sei es, wie es sei. Sei es, wie es sei, das Zapdos bekommt weiter Lebenmob-Schaden. Und ja, da kommt die Giga-Melodie. Das, wie gesagt, konnten wir nicht verhindern. Stecken wir... Naja, wir stecken es irgendwie weg. Nicht gut, aber wir stecken es weg. So. Jetzt haben wir ja hier an der Stelle den Aurora-Schleier auf der Gegnerseite. Kriegen natürlich hier jetzt für uns den Dynar Dunkel raus. Der immer noch okayen Schaden macht. So, und jetzt kriegen wir ja den Spezialverteidigungsdrop auf die Gegner. So, was wir jetzt machen könnten, wir könnten in Raichu gehen und versuchen, das Lapras mit dem Wangrubbler zu treffen. Wodurch wir vermutlich einen... Dadurch würden wir vermutlich einen Schwächenschutz aktivieren. Aber ich würde gerne dafür sorgen, dass das... dass das Lapras langsamer wird. Das Ding ist, solange wir Raichu haben, kann er hier nicht auf die Elektroattacke mit Zapdos gehen, da wir die durch Blitzfänger automatisch umleiten. So, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Lapras hier an der Stelle versucht, nochmal auf den Dynarwald zu gehen. Auf der anderen Seite lohnt es sich dafür. Ich werde mit Yveltal in der Runde auf jeden Fall auf den Dynarwald gehen. Ich glaube, vor Zapdos habe ich halt gerade nicht so viel zu befürchten. Und ja, ich möchte schon, dass das Lapras paralysiert wird, damit ich gleich mit Yveltal... hoffentlich schneller bin. Der Rückenwind hält auch nur noch eine Runde. Ah, da stellt sich mir jetzt die Frage, ist die Welt halt denn generell schneller? Ist die Welt halt denn generell schneller? Kommt doch, wann wir das Lapras investiert ist. Weil Lapras muss ich halt gleich rausnehmen. Das ist ein großes Problem. Deswegen, wir probieren einmal hier den Wangrubbler durchzubekommen. Das Lapras geht zumindest nicht auf den Dynarwall. Das könnte ein Problem sein. Und ich hätte vermutlich Mogelieb drücken sollen. Geht der auf das Yveltal in der Runde? Okay, dann ist es okay. Dann ist es okay. Dann ist es nicht ganz so furchtbar, wie ich es zuerst befürchtet habe. So, der Wangrubbler geht auf das Lapras. Trägt er einen Schwächenschutz? Paralyse kommt und wir sehen keinen Schwächenschutz. Okay. Das ist okay. So, Lapras ist auf jeden Fall jetzt langsamer als Yveltal. Und wir könnten an der Stelle nochmal auf eine Dynadüse gehen. Zapdos sollte auch langsamer sein als Raichu. So, und der kann hier nicht auf die Elektroattacke gehen. Ich muss Lapras aber auf jeden Fall rauskriegen. Das heißt, wir gehen mit Voltwechsel einmal auf das Zapdos. Und mit der Dynadüse oder mit dem Dynadunkel greifen wir an. Ich glaube, Dynar... Ich will halt schon gerne den Boost haben. Aber... Die Schilde sind halt noch da. Ich muss auf Dynadunkel gehen. Ich glaube, sonst könnte ich zu wenig Schaden gegen Lapras machen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Zapdos ist ein bisschen schneller als Yveltal. Also potenziell wurden hier auch Fehler begangen, wer weiß. Aber er kann halt nicht auf die Elektroattacke gehen. Das ist halt der Vorteil, den ich an der Stelle habe.
Weil solange Raichu auf dem Feld ist, kann er das nicht riskieren. Trotzdem wäre Dynadüse vermutlich nicht verkehrt gewesen, einfach um noch für das letzte Pokémon gewappnet zu sein. Denn der Gegner hat ja noch ein Pokémon in der Hinterhand. Vermutlich das Zacian. Das wird halt auch noch sehr gut hier in die Teamkonstellation passen. Ist halt die Frage, können Raichu und Demeteros Zacian handeln? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das einzig Gute an Zacian ist ja, dass es nicht Dynamaxen kann. Das heißt, wenn man einen Mogelieb abfeuern möchte, dann weiß man halt immer, dass man den ziemlich gut auf das Zacian rausbekommt, da er nicht Dynamaxen kann. Okay. Wir haben das Lapras auf jeden Fall rausbekommen. Das ist wichtig, das ist gut. Ja, und das Zacian kommt rein. Ja, Dynadüse. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die Dynadüse den Kill geholt hätte hinter den Schilden. Bei der Unlichtattacke konnte ich mir relativ sicher sein. Dynadüse. Ich hätte vielleicht auch mit Voltwechsel auf Lapras gehen können und mit Dynadüse. Das wäre vermutlich gut gewesen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das der bessere Play gewesen wäre. Jetzt habe ich nämlich vor allem das Problem, ich kann mit Demeteros Bedroher hier nichts machen. Das ist auch ein großes Problem. Oh ja, ich hätte auf Dynadüse gehen sollen. Ist immer schön, wenn man das so schnell feststellt, ne? Okay. Ja, wir müssen hier auf das Erdbeben gehen. Macht es Sinn, mit Yveltal zu Schutzschilden in der Runde? Ich würde bald sagen, es hält sich in Grenzen, ne? Aber ich verliere eigentlich nicht viel damit. Deswegen, ja, gehen wir ruhig einmal auf das Schutzschild. Das einzige Problem wäre... Ja, okay. Ah, das ist doof, dass das Zacian hier protected. Weil ich habe jetzt sehr, sehr, sehr gehofft, dass ich ein bisschen Damage auf das Zacian bekomme. So habe ich hier gleich ein großes Problem. Weil Zapdos jetzt einfach nochmal auf Hitzewelle gehen kann. Ärgerlich. Das ist durchaus ärgerlich. Hat keine Wirkung auf Zapdos und Hitzewelle kommt. Hitzewelle trifft. Hitzewelle misst. Hitzewelle misst nicht. Schade. Ich glaube, eine überleben wir noch. Wir sind auch schneller als das Zapdos. Und Zacian hat keine Multi-Hit-Attacken, ne? Warte mal. Dann können wir auf Steinhage gehen, wie ich es von vornherein hätte machen sollen. Und wir könnten Hitzewelle mit Yveltal drücken. Weil Zacian müsste jetzt auf Demeteros gehen. Ja, Hitzewelle ist auf jeden Fall hier. Wir probieren es so. Wir probieren es so. Ich hoffe, Yveltal ist schneller als Zapdos. Ich glaube, das hatten wir jetzt noch nicht gesehen, weil ich gerade nicht angegriffen habe. Aber wird das eventuell nochmal spannend? Ich meine, wir haben auch noch Raichu mit unserem Mogelieb. Ne? Das ist auch nochmal ein Ding, was wir noch in der Hinterhand haben. Okay, der Gigantenhieb kommt auf Yveltal oder auf Demeteros? Auf Demeteros, okay. Und Zapdos ist langsamer. Ich hoffe. Das ist jetzt der Moment. Okay. Hitzewelle kommt durch. Das ist stark. Und wir können Zapdos rausnehmen. Das ist richtig gut. Denn, liebe Leute, wir können jetzt in Raichu gehen und einen freien Mogli drücken. Das Problem ist natürlich... Ja, wobei das Problem ist, er kann jetzt Schutzschilden, ne? Das ist natürlich ein Problem, was wir haben. Ich glaube, Raichu ist halt leider auch nicht schneller als das Zacian. Aber er kann nur eines unserer Pokémon treffen. Das Problem ist leider, es wird keinen Sinn machen. Hitzewelle macht mehr Schaden. Aber ich glaube nicht, dass es reicht, um Zacian zu besiegen. Unheilschwingen macht leider auch keinen Sinn, ja. Wir können nur noch angreifen. Uns bleibt nur noch die Offensive. Er geht nicht auf den Schutzschild? Wieso das denn nicht? Ich hoffe, ich treffe. Oh, nice. Oha. Okay. Das ist ja abgefahren. Warum ist er denn nicht auf den Schutzschild gegangen? Frage ich mich. Wir können einmal auf den Wangrubbler gehen. Für den Fall. Im Grunde ist es egal. Wir können einmal auf den Wangrubbler gehen und wir gehen nochmal auf die Hitzewelle. Ich hoffe, alle Attacken treffen. Warum ist er nicht auf den Schutzschild gegangen? So, der Giganten ihm kommt. Der wird jetzt unser Yveltal killen. Aber nach dem Wangrubbler... Oh, ich hätte auf Schutzschild gehen können mit die Weltal. Das wäre natürlich nochmal krass gewesen, aber... wir kriegen die Paralyse auf Zacian und nach der Paralyse... Ich denke, nach dem Wangrubbler können wir mit Voltwechsel uns auf jeden Fall den Kill holen. Sehr gut. Paralyse ist da. Raichu. Holt Raichu uns das jetzt? Ich glaube, wenn ich gerade gesehen habe, was Wangrubbler gemacht hat, sollte Voltwechsel killen. Und wir sind schneller durch die Paralyse. Bam. Und... Raichu rettet den Tag. Ich bin begeistert. Das ist das erste Match in der heutigen Aufnahme und direkt so ein spannender Kampf. Mega gut. Wirklich mega gut. Und wir konnten die Welt hier schon mal gut showcasen. Ich hoffe,
Wir können das im zweiten Kampf auch machen. Los geht's. Unser nächster Gegner bringt hier diesmal ein Kyogre mit an den Start. Kyogre natürlich ebenfalls wie Yveltan und Sichuan auch mega dominant, mega gut. Haben wir ja schon im letzten Video gut showcasen können. Er unterstützt das Ganze hier mit Regieleki, Elfunfu, Egro, Vulaoso vermutlich dann das Unlicht Vulaoso und ein Kagoron. Okay, wenn ich das Team sehe, Raichu ist mega wichtig, weil Raichu zum einen ganz gut ist für Kyogre und Kagoron, aber vor allem ein Hardcounter für Regieleki. Das heißt, Raichu werden wir hundertprozentig mitnehmen. Kapu Kime sehe ich auch in dem Match, weil wir damit eine gute Antwort für Fuego und für Vulaoso haben. Wir fangen einfach mit den beiden an und nehmen Kapu Kime und Yveltal noch in der Hinterhand mit. Und ich denke, damit sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben halt nur ein Problem, wenn wir Kapu Kime mitnehmen, können wir halt nicht immer auf den Wangenrobler gehen, um den Gegner zu paralysieren, weil im Nebelfeld werden Status-Veränderungen halt negiert. Also nicht, die können gar nicht entstehen, sagen wir es so. Okay, aber wir schauen mal, was uns erwartet. Der Lead ist Unlicht Vulaoso und Regieleki. Okay, wie gesagt, vor Regieleki habe ich nicht so die große Angst. Und das Vulaoso bekommt direkt einen Bedroher. Das ist eigentlich eine ziemlich solide erste Runde, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist eine ziemlich solide erste Runde. Es könnte halt sein, dass er versucht, das Vulaoso zu Dynamaxen. Ich denke, was wir hier mal an der Stelle machen können, ist, wir können das Vulaoso mit Wangrobler theoretisch paralysieren. Wir können aber auch in Kapu Kime gehen und Mogelhieb auf das Regieleki drücken. Aber ich glaube, da haben wir nicht so viel von. In die Welt können wir auch nicht so gut gehen. Es wäre halt super gut, wenn ich das Regieleki hier schnell rausbekäme. Haben wir Flammenblitz auf Fuego? Wir haben Flammenblitz drauf. Wir haben Standpauk, wir haben Abgangstirade. Dann machen wir es anders. Ich möchte die Paralyse gerne auf Vulaoso haben und wir, ja, Mogelhieb in der Runde einfach Regieleki. Regieleki kann halt nichts machen, solange Raichu da ist. Okay, er schutzschildet mit Regieleki, das ist ein bisschen doof, aber kann ich noch mit leben. Er Dynamaxt auch das Vulaoso nicht, okay, das ist interessant. Wir sind schneller. Vielleicht bekommen die Full Para, was gut wäre, dann kriegt er keinen Angriff raus. Ein potenzieller Fokusgurt ist gebrochen. Auch wichtig. Und wir sehen den Finstertreffer. Ja, aber ist okay, Raichu hat den Fokusgurt. Es ist nur dahingehend ein bisschen ärgerlich, dass was heißt ärgerlich? Wir müssen halt mit Raichu aufpassen, weil es halt unsere beste Antwort auf das Regieleki ist. So, Regieleki kann aber Raichu eigentlich nicht angreifen, deswegen können wir, also es sei denn, er spielt jetzt Hyperstrahl oder Antikraft, deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen mit Voltwechsel auf das Vulaoso. Und ich würde gerne jetzt einfach Schaden auf das Regieleki bekommen. Weil das ist so mit Blick auf den Rest meines Teams relativ wichtig. Ich könnte auch auf Abgangstirade gehen. Für den Fall, dass er sich jetzt entscheidet, hier in Kyogre rauszugehen. Aber ich glaube, so mega viel müssen wir an der Stelle gar nicht predikten. Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal in den Regieleki-Slot. Ich hoffe, dass ich Raichu gleich nochmal rausbekomme. Das ist okay. Da kriegen wir sogar noch einen Spezialangriffsbooster auf Raichu. Ich meine, der Angriff kommt zwar gegen Fuego durch, aber Fuego wird den Angriff halt ganz gut wegstecken. Das ist okay. Fuego ist jetzt nicht mega auf seine Initiative angewiesen. Ich hoffe nur, dass Fuego immer noch schneller sein wird als das Vulaoso. Und jo, der Schaden kann sich sehen lassen. Der Schaden kann sich sehen lassen. Ich überlege gerade, ich denke, ich möchte lieber, ich glaube, ich möchte sogar in Kapu Kime gehen an der Stelle. Denn ich denke, mit dem Wangrubbler werde ich nicht viel mehr machen in dem Match. Und Kapu Kime ist insgesamt eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich würde mir die Welter gerne noch ein bisschen aufbewahren. Ich denke, dass die Welter, wenn Regieleki weg ist, halt nochmal ganz gut glänzen kann. Aber ja, jetzt sehen wir es erstmal. Leider ist Vulaoso schnell genug. Aber geht auf Kapu Kime. Hervorragend. Hervorragend. Und wir kriegen jetzt guten Schaden auf das Regieleki, hoffe ich. Wir haben ja keinen Angriffsdrop bekommen, nur einen Initiative-Drop. Und wir können es ganz, ganz knapp nicht rausnehmen. Ah, das ist tatsächlich echt bitter. Was wir jetzt machen können, wir können mit Kapu Kime einmal Schutzschild drücken, theoretisch. Die Frage ist halt, greift er jetzt mit Regieleki nochmal an? Geht er nochmal auf Elektronetz? Ist halt durchaus möglich, ist durchaus möglich. Ich denke, ich gehe einfach hier mal auf die Standpauke. Ja, Schutzschild und Standpauke ist okay. Wenn Vulaoso angreifen möchte, ist es für mich fein.
Wenn Regielec jetzt nochmal auf das Elektronetz geht, ist es für mich auch fein. Fuego wird es nicht killen. Oh, er ist mit Voltwechsel auf Kapokimi gegangen. Das ist richtig gut. Ich hoffe nur, dass wir den überleben. Ja, ganz knapp. Überleben wir den Finstertreffer, der ja immer eine 100%ige Volltrefferchance hat. Unsere Beere aktiviert sich, wir heilen 30% unserer KP. Fuego, man sieht gerade wieder, warum Fuego einfach eines der besten Pokémon ist. Fuego hat so viele Support-Tools mit Mogelhieb, mit Standpauke, mit Abgangstirade. Bedroher allgemein immer noch super wichtig. Unlicht ist einfach so ein guter Typ. Und dass Regieleki weg ist, ist sehr wichtig, weil Yveltal dann deutlich bessere Möglichkeiten hat. So, und jetzt kommt hier das Kyogre rein. Ich denke, an der Stelle könnten wir mit Kapokima einmal auf die Lehmbrühe gehen. Und ich schätze, ich kann leider wenig tun, um hier mein Fuego zu schützen. Und ich glaube, mit Blick auf den Rest seines Teams ist es auch nicht unbedingt notwendig. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist es okay. Wir probieren nochmal auf die Standpauke zu gehen. Oder gehen wir auf Abgangstirade. Ich glaube, wir können auf Abgangstirade gehen. Nicht, dass es groß wichtig wäre, aber wir können auf Abgangstirade gehen. In den Kyogre-Slot und ich hoffe, wir nehmen jetzt... Oh, er Dynamaxt schon wieder nicht. Okay, vielleicht bekommen wir noch einen Genauigkeitsdrop auf das Kyogre drauf. Das wäre ziemlich in Ordnung. Leider nicht. Aber wir können Vulaozo rausnehmen. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Und da kommen die Fontränen. Ah, killt das wohl beide Pokémon? Nur das Fuego, okay. Und wir haben gesehen, Kapokime war schneller als das gegnerische Kyogre. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall keinen Walschal. Wahrscheinlich das Zauberwasser. Das ist das gängigste Item, das auf Kyogre gespielt wird. Und ich glaube, jetzt haben wir eine ganz gute... Also klar, wir könnten in Raichu gehen. Wir haben halt das Nebelfeld, das ist ein bisschen doof. Wir können trotzdem in Raichu gehen, weil, wie gesagt, Kyogre war nicht schneller. Und dann haben wir immer noch unser Yveltal in der Hinterhand. Ich kann mir auch vorstellen, dass er gleich vielleicht in der Runde Dynamaxen möchte. Aber wir schauen erstmal, was das letzte Pokémon ist. Und das ist Kagron. Kagron, muss ich gestehen. Ich bin kein so großer Fan davon, wenn ich das da so sehe. Ich denke, was ich machen möchte, ist hier... Ich kann auch schlecht auf die Leben... Also, ich kann auf Lehmbrühe gehen, aber ich kann nicht so gut auf den Voltwechsel gehen. Weil ich bin schneller als Kyogre. Und dann würde mein Yveltal die Fontränen leider abfangen müssen. Und das wäre tatsächlich gar nicht mal... Das wäre halt tatsächlich gar nicht mal so gut. Was ist hier denn der beste Zug? Gehen wir mit Mogelhieb... Also, ich denke, Mogelhieb ist das, was wir machen müssen. Wir können ja nicht auf Bangrubbler gehen für die Paralyse. Beziehungsweise, ich glaube zumindest nicht, dass es bei Side Effects... Ich glaube, da funktioniert das Nebelfeld genauso. Will ich Kagron aufhalten oder will ich Kyogre aufhalten? Ich glaube, ich möchte Kyogre in der Runde erstmal aufhalten. Vielleicht Dynamax der auch nicht, weil er die Fontränen nochmal einsetzen will. Dynamax aber. Aber Dynamax der Kyogre oder Dynamax der Kagron, das wissen wir nicht. Kagron ist auch ein beliebtes Pokémon für Dynamax wegen Dynadüse. Und der Dynamax sogar Kagron. Dann ist das sogar eine Runde, mit der ich ganz gut leben kann. Weil wir das Kyogre an der Fontränen, an den Fontränen hindern werden und nochmal eine Lehmbrühe rausbekommen. Oder auch nicht. Also ja, schade. Der Schutzschild ist ein bisschen ärgerlich an der Stelle. Aber ich glaube, Raichu hätte sonst auch nicht viel anderes tun können. Ich hoffe, wir kriegen nochmal einen Drop auf das Kagron. Das wäre ja tatsächlich sehr praktisch. Im Regen, ach, wir machen halt leider trotzdem gar keinen Schaden. Es ist halt ein Kagron, ne? Er geht auf die Dynadüse, auf das Raichu und ich vermute, jetzt wird Kyogre auch gleich schneller sein als unser Yveltal. Und das ist natürlich, ne, brauchen wir nicht drüber reden, das ist durchaus ein kleines Problem. Ich hätte vielleicht früher in Yveltal gehen sollen. Ah, genau, jetzt kommt nämlich auch noch der Bestienboost und er kriegt einen Spezialangriff. Kagron ist auch ein Pokémon. Ich muss gestehen, jeder Pokémon-Spieler hat so Pokémon, mit denen er entweder selbst Schwierigkeiten hat, umzugehen, aber auch auf der Gegnerseite Schwierigkeiten hat, damit umzugehen. Ich habe bei vielen Leuten schon mal gehört, das wäre zum Beispiel Muramura oder Yveltal. In meinem Fall ist es Kagron. Kagron ist ein Pokémon, wo ich immer, also was heißt immer, aber wo ich doch häufig mal Probleme habe, mir da eine adäquate Lösung zu überlegen. Wir könnten einmal versuchen, aufs Gedankengut zu gehen und hoffen, dass er hier in der Runde auf das Yveltal geht. Ich vermute aber, dass das, ja, nicht der Fall sein wird. Ich denke, wir können mal auf Lehmbrühe gehen. Ich, muss hier angreifen. Da führt kein Weg drumherum, fürchte ich. Wie lange hält denn das Wetter noch? Regen hält noch 3 Runden, Nebel fällt 1 Runde, okay. Ja, ich muss auf jeden Fall Yveltal Dynamaxen und ich
würde gerne auf... Ich muss im Grunde auf Kagoron gehen. Die Frage stellt sich nicht. Kagoron ist hier gerade ein großes Problem. Und ich denke, Yveltal kann da aber nochmal ganz guten Schaden machen. Ich hoffe, dass er jetzt nicht Yveltal irgendwie double-targetet. Das wäre ein bisschen blöd. Mit, weiß nicht, Meteor, Dynabrocken plus von Tränen halt. Sieht auf jeden Fall nicht so gut aus, weil das Kyogre hat halt einen Speedboost bekommen. Das macht, also wenn Kyogre einen Speedboost bekommen hat, dann ist es halt super gefährlich. Sei es durch Dynadüse, sei es durch Rückenwind, das ist ultra gefährlich. Okay, er holt sich hier aber keinen Kill. Und wir sind mit Yveltal halt immer noch schneller als Kagoron. Das ist halt potenziell sehr, sehr wichtig. Nur, ich fürchte, wenn wir jetzt nicht gerade mega Glück mit dem Move von Kapukima haben. Okay, der Move von Kapukima spielt keine Rolle, weil Kagoron ihn einfach rausnehmen kann. Ja, ich fürchte, Yveltal wird das hier nicht alleine handeln können. Ich kann in der Runde noch einmal auf Dynawall gehen. Aber was haben wir jetzt von dem Kagoron gesehen? Wir haben eine Flugattacke gesehen, wir haben... wir haben Dynaflora gesehen. Er ist halt jetzt auch bei plus 2 Spezialangriff. Das ist halt auch echt gefährlich. Also ich muss einmal auf Dynawall gehen. Ich möchte dem Kagoron nicht noch einen Speedboost gönnen, damit er danach nochmal schneller ist als ich. Haben wir einen Leben-Orb auf Kagoron gesehen? Da war ich, glaube ich, ein bisschen unaufmerksam. Es kann durchaus sein. Ich vermute nämlich, dass er keinen Meteorstrahl auf dem Kagoron spielt. Weil du hast dann einfach nicht mehr so viel Platz, wenn du jetzt... Also, wahrscheinlich ist dann auch Schutzschild oder sowas bei. Wir probieren es mal aus. Wir gehen erstmal auf Dynawall. Er geht hier nochmal auf die Fontränen, das ist okay. Und die Dynadüse kommt. Okay. So. Ich bin ja schneller... Also, im Grunde ist meine einzige Hoffnung, dass ich es jetzt schaffe, Kyogre zu one-shotten. Mein Gegner hat halt Schutzschild auf Kyogre. Wenn mein Gegner jetzt Schutzschild mit Kyogre drückt, dann hat er sowieso gewonnen, denn Kagoron, also, weil ich kann Kyogre halt nur in der Dynamax-Form vermutlich one-shotten. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Aber sonst habe ich keine Option mehr. Und ich muss Schaden drauf bekommen, sonst habe ich keine Chance mehr. Ja, wir gehen da rein. Ich hoffe, er drückt nicht Schutzschild. Das ist das Einzige, worauf ich hoffen kann. Macht er auch nicht, er geht auf den Donner. Okay, wir übernehmen die nächste Attacke von Kagoron allerdings nicht. Immerhin werden wir nicht nochmal paralysiert. Ich sehe es also positiv. Und es reicht auch leider nicht für den One-Hit-KO. Ich habe es ja im letzten Video auch schon mal erzählt. Kagoron hat einfach eine sehr, sehr gute spezielle Verteidigung. Da kann man nichts machen. Die Lichtkanone kommt und die wird uns doch rausnehmen. Was hätte ich in diesem Match besser spielen können? Ich hätte mir Raichu, denke ich, auf jeden Fall besser aufsparen müssen. Ich denke, das wäre durchaus wichtig gewesen. Weil ich hier am Ende auch mit Mogelieb und so weiter nochmal ein bisschen mehr hätte machen können. Ich denke, Raichu habe ich ein bisschen zu früh weg. Am Anfang, finde ich, habe ich eigentlich ganz gut mit Raichu gespielt, um das Eleki so ein bisschen besser zu handeln. Aber ja, der hätte im Endgame wahrscheinlich nochmal einiges machen können. Aber gut, wie dem auch sei. Wie findet ihr Yveltal und welches Pokémon wollt ihr gerne in der nächsten Folge sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls euch das Ganze gefallen hat, gerne positive Bewertung dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.